Hallo, herzlich willkommen. Wir sind bei den Special Olympics World Games in Berlin und bei mir ist die Anna Schäfer. Hi Anna. Hi Matthias. Wie geht's dir? Ganz gut, ja. So kurz vor Ende können wir auf ein paar sehr erfolgreiche Tage zurückblicken und ja, mir geht's ganz gut. So. Erzähl doch mal, was du hier machst. Offiziell bin ich Ticketing-Managerin, aber vom Spectator-Services-Team wurden wir überall eingesetzt. Wir haben hier 3 Spectator-Services, Venue-Managers. Ich bin jetzt für Reiten und Fußball auf dem Maifeld verantwortlich. Und dann geht es darum, die Volunteers zu begrüßen. Also wir haben die Key-Volunteers, die das dann auch alles übernehmen. Aber es geht dann um die ganze Koordination. Genau. Waren die Spiele für euch ein Erfolg? Auf jeden Fall. Also das können wir wirklich so sagen. Auch von den Verkaufszahlen, von den Ticketverkaufszahlen können wir auf ein paar gute Tage zurückblicken. Auch organisatorisch hat soweit alles geklappt. Ein paar kleine Hiccups natürlich, aber das ist bei einem Großevent von dieser Größe natürlich nicht zu unterbinden. Ja, Verkaufszahlen ist ja genau das richtige Stichwort. Wir haben ja zusammengearbeitet bei den Verkaufszahlen. Die Reise, würde ich mal sagen, ging los vor einem Jahr bei uns auf dem Data Talk. Da warst du beim Workshop mit ThoughtSpot dabei. Genau. Und dann haben wir zusammen den Workshop hier bei euch vor Ort gemacht und die Leute angesprochen. Magst du mal ein bisschen was über das Projekt erzählen? Ja, das war natürlich eine Riesenhilfe, dass wir auf euch zurückgreifen konnten und auf ThoughtSpot die Zahlen in Real-Time eigentlich dann auch so laden, damit die Leute vom C-Level das gleich auch sehen können und nicht auf uns angewiesen sind, damit wir hier Reports erstellen, jede Woche auch manuell. Und natürlich während der Spiele haben sie die Zahlen immer gleich griffbereit und auch beim Access Control natürlich, wo wir wissen müssen dann, wie viele Leute sind drin, wie viele Leute sind gekommen überhaupt, haben die ihre Ticket benutzt und dass wir das gleich live so sehen konnten, das war natürlich super. Perfekt, also da freuen wir uns sehr, dass wir mit Timing Center und mit ThoughtSpot zusammen da unterstützen konnten. Letzte Frage oder vielleicht vorletzte Frage von mir, also ich finde, die Stimmung ist hier richtig, richtig stark. War das die ganze Zeit so oder ist das heute so ein bisschen Höhepunkt, so nach dem Motto kurz vor Schluss nochmal Gas geben? Also das war tatsächlich die ganze Zeit so. Heute ist natürlich sehr speziell, es ist Samstag, tolles Wetter, wir haben viele Finals, die heute losgehen, also vor allem beim Fußball auch, da kommen dann extrem viele Leute dazu. Aber es war tatsächlich die ganze Woche durch so super Stimmung. Und auch nicht nur wegen, also Fans in the Stands Gruppen, die wir haben, unser Fans in the Stands Programm, das hat natürlich mächtig dazu beigetragen, dass die Leute auf den Tribünen für die entsprechende Stimmung gesorgt haben. Ja. Was war dein persönliches Highlight? Eigentlich die Eröffnungsfeier, muss ich ganz ehrlich die sagen. War gut, das war echt ein Highlight. Ich habe sehr wenig leider davon mitgekriegt, weil Front of House bist du natürlich immer vorne unterwegs, aber das war doch große Klasse, dass das alles so geklappt hat. Ja. Also kann ich dir sagen, ich habe ja oben gesessen, genau. Es war einfach nur fantastisch. Ich habe das riesig erwartet, aber es hat mich und auch komplett alle, mit denen wir da waren, komplett umgehauen, wie wirklich toll und eindrückend das war. Genau. Morgen letzter Tag und dann erstmal geschafft? Dann geht es ans Einpacken und an Zahlen auswerten und alles. Ne? Dann geht es an Statistiken erstellen, genau. Also erstmal alles einpacken. Kurze Pause, so gut es geht, nach der Abschlussfeier, aber dann geht es nochmal rund, alles abschließen, also was die Zahlen angeht, vor allem von unserer Seite, aber ja, dann ist es endgültig vorbei. Perfekt, und dann kommt das nächste Event? Hoffentlich, ja, irgendwann mal, genau. Davon gehen wir aus, super. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Anna, und für euch, wenn ihr mehr solche Eindrücke erleben wollt, auch wo wir vor Ort sind, wo unsere Projekte mitmachen, dann folgt uns doch bitte gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Herzlichen Dank, tschüssi.